EU plant vollständige finanzielle Kontrolle der Bürger. Bis jetzt können mit Einweg- bzw. aufladbaren Kreditkarten Waren oder Dienstleistungen im Internet bis zu einem Betrag von 100 Euro anonym bezahlt werden. Ende Februar 2017 verabschiedete das EU-Parlament einen Gesetzesentwurf zur Überarbeitung der vierten EU-Geldwäscherichtlinie. Unter dem Vorwand der Bekämpfung von Terrorismus und Geldwäsche soll anonymes Bezahlen im Internet ausnahmslos verboten werden. Es soll eine generelle Identifikationspflicht selbst bei kleinen Beträgen eingeführt werden. Dies hat eine massenhafte Datenspeicherung und somit den Verlust jeglicher Privatsphäre bei Gelddingen im Internet zur Folge. Dadurch werden das europäische Grundrecht auf Datenschutz und die Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs zur Vorratsdatenspeicherung völlig ignoriert. Wird zusätzlich auch das Bargeld abgeschafft, bietet diese Richtlinie dann die Grundlage zur vollständigen finanziellen Kontrolle aller EU-Bürger. Standpunkt aus dem Volk. Folgen der Bargeldabschaffung. Alkoholkonsum, Rauchgewohnheiten, Medikamentenkonsum, Kondom- und Hygieneartikelverbrauch, Finanzverhalten, Essgewohnheiten, Freizeitverhalten, Benutzung öffentlicher Toiletten und anderer kostenpflichtiger Einrichtungen werden minutiös und lückenlos bis in die intimsten Bereiche erfasst. Also vorbei mit Privatsphäre. Jeder Mensch wird angreif- und manipulierbar. Dem politischen System missliebige Menschen können kurzerhand durch Kontosperrung per Knopfdruck vom gesellschaftlichen Leben abgeschaltet werden. Ohne Zahlungsfähigkeit ist man dann nicht mehr existenzfähig. Der Mensch wird zum Sklaven der Banken und des gesamten von der Finanzoligarchie vorangetriebenen Systems. Bei stets möglichen Bankenpleiten ist die Vernichtung jeglichen Sparvermögens unumgänglich, da die Einlagensicherung der Banken niemals ausreichen würde, den entstandenen Verlust auszugleichen. Noch Fragen? Wenn man sagt, meine Privatsphäre ist mir egal, ich habe nichts zu verbergen, dann ist das so, wie wenn man sagte, die Redefreiheit ist mir egal, ich habe nichts zu sagen. Überwachungsstaat durch Bargeldabschaffung. Ein Insider warnt. Weltweit wird Bargeld von immer mehr Regierungen eingeschränkt. Große Geldscheine werden aus dem Verkehr gezogen, Bargeldzahlungen, die eine Obergrenze überschreiten, verboten. Jim Rogers, Hedgefondsmanager und ehemaliger Kollege des Milliardeninvestors George Soros, warnt jedoch eindrücklich vor Einschränkungen und Abschaffung des Bargeldes. Laut Rogers geht es bei der Bargeldabschaffung um die Installation eines globalen Überwachungsstaates, in dem jeder Bürger überwacht wird und grundlegende Freiheiten abgeschafft werden. Regierungen hätten, so Rogers weiter, durch die Bargeldabschaffung die technische Möglichkeit, kritischen Bürgern den Zugang zum Zahlungsverkehr zu verwehren. Die globalen Ziele der UN unter der Lupe. Am 25. September 2015 veröffentlichten die Vereinten Nationen 17 Ziele, die sie in den nächsten 15 Jahren unter dem Namen Agenda 2030 verwirklichen wollen. Hatte sich der Vorläufer, die Agenda 21, fast nur auf Umweltziele beschränkt, so werden nun nahezu alle Lebensbereiche ins Visier genommen. Während in positivsten Farben dargelegt wird, dass es um Wohlstand, Frieden und Gerechtigkeit auf einem gesunden Planeten gehe, ist der Agenda 2030 bei genauer Prüfung nichts anderes als eine neue Weltordnung zur Versklavung der Völker. Und dies sind in groben Zügen die Werkzeuge hierzu: Bankenzentralisierung, Abschaffung des Bargeldes für eine lückenlose Kontrolle aller Geschäftsbeziehungen. Global gesteuerte Nahrungsmittelversorgung durch einige wenige, vor allem mit Gentechnik operierende Großkonzerne. Verbot jeglichen Autarkieansatzes. Abschaffung der nationalen Kontrolle über Infrastruktur und Ressourcen.
insbesondere Grund und Boden und Wasser, durch IWF-diktierte Privatisierungen wie derzeit bereits in Griechenland. Weltweite Auflösung der nationalen Souveränität, rigorose Durchsetzung eines globalen Informationsmonopols. Flächendeckende Überwachung, Mind Control mittels Mobilfunktechnik. Sogenannte Freihandelszonen wie TTIP und CETA, um Europa vollends unter das Diktat der US-Banken-Oligarchie zu bringen. Zwangssteuern unter jedem Vorwand, zum Beispiel im Bereich Umwelt und Flüchtlinge. US- und NATO-Angriffs- und Zerstörungskriege unter dem Deckmantel von Friedens- und Demokratiemissionen, um Europa mit Flüchtlingen zu fluten, zu destabilisieren und dann zu versklaven. Ein Zitat des deutschen Schriftstellers und Journalisten Ludwig Börne fasst dies trefflich zusammen. Wenn Regierungen krank sind, müssen die Völker das Bett hüten. Leider scheinen die warnenden Stimmen der angeblichen Verschwörungstheoretiker einmal mehr recht zu bekommen. In einem äußerst propagandistischen Beitrag hat das ZDF kürzlich dafür geworben, dass die Zukunft des Zahlungsverkehrs bei implantierbaren RFID-Chips liege. RFID ist die Abkürzung der englischen Bezeichnung Radio Frequency Identification, was zu Deutsch heißt Identifizierung mithilfe elektromagnetischer Wellen. RFID-Chips sind lediglich millimetergroße Mikrochips, die vorzugsweise unter die Haut der Hand eingepflanzt werden. Auf ihnen können Daten per Funk gespeichert und ausgelesen werden. In Schweden sei bereits ein Pilotprojekt zur bargeldlosen Bezahlung über solche RFID-Chips im Einsatz, schwärmte der Moderator Klaus Kleber in der betreffenden Sendung und ließ einen Softwareentwickler unwidersprochen Werbung für die angebliche Sicherheit der RFID-Technologie machen. Unter anderem behauptete dieser Folgendes. Wenn man mit Leuten darüber redet, hört man immer wieder, die Regierung könne dann ja sehen, wo man sich befinde, dass man seine persönliche Unabhängigkeit verliere und so weiter. Das sei aber nicht der Fall, denn diese Chips senden keine Signale aus. Man braucht ein Lesegerät, damit sie funktionieren. Sie sind passiv. Wirklich unabhängige Software-Experten widersprechen solchen Behauptungen vehement. Sollte die Bezahlung per Chip eines Tages tatsächlich zum Standard werden, dann wäre der Standort jedes gechippten Bürgers bei jeder getätigten Bezahlung gerade durch das verwendete Lesegerät sofort nachvollziehbar. Dadurch ließen sich nicht nur für Geheimdienste, sondern auch für professionelle Hacker und Verbrecher jeder Art mit einfachsten Mitteln präzise Verhaltensprofile erstellen. Es würde dadurch völlig transparent werden, wer wann und wo einkauft, essen geht, das Kino besucht oder öffentliche Verkehrsmittel nutzt. Dies wäre die Geburt des absolut gläsernen Bürgers. Und leider besteht wenig Grund zur Hoffnung, dass diese Form der totalen Überwachung noch sehr lange auf sich warten lässt. Denn was der Moderator Klaus Kleber freundlich lächelnd ankündigt, steht seit vielen Jahren als fester Plan auf der Agenda globaler Elitenetzwerke. Und genau diesen Elitenetzwerken gehört Klaus Kleber an, denn er ist ein Mitglied der sogenannten Atlantikbrücke. Dies ist eine Eliteorganisation, die als deutsche Filiale des unwahrscheinlich mächtigen globalistischen Eliteclubs CFR, Council on Foreign Relations, gilt. Das heißt Folgendes. Der bekannte Hollywood-Produzent, Geschäftsmann und spätere Politikaktivist Aaron Russo brachte kurz vor seinem Tod ans Licht, welche Ideen Nicholas Rockefeller vertrat, als er ihn zur Mitgliedschaft beim eben genannten CFR, Council on Foreign Relations, bewegen wollte. Das Ziel der Agenda ist, eine Weltregierung zu schaffen und jedem Bürger einen RFID-Chip zu implantieren. Alles Geld soll sich nur noch in diesen Chips befinden. Es wird kein Bargeld mehr geben. Rockefeller sagte mir direkt, dass sie das erreichen wollen. Das ganze Geld wird in deinem Chip sein. Wenn man anstelle von Bargeld Geld auf seinem Chip hat, können sie jeden Betrag, wann immer sie wollen, entnehmen. Und wenn man dagegen protestiert, können sie den Chip ausschalten und du hast nichts mehr. Du kannst kein Essen mehr kaufen. Du kannst nichts mehr tun. Totale Kontrolle über die Bevölkerung. Die wollen eine Weltregierung unter ihrer Kontrolle.
Dies war der Grund, warum sich Rosso gegen die Mitgliedschaft beim CFR entschied, dessen Tochtergesellschaft nun über ihr aktives Mitglied Klaus Kleber offene RFID-Werbung im deutschen Fernsehen betreibt. Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, entweder wir erwehren uns dieser Entwicklung mit aller Entschlossenheit oder die totale Überwachung wird unsere völlige Versklavung an die von Aaron Rosso geschilderte Elite bedeuten. Helfen Sie mit, verbreiten Sie als ersten Schritt diese Sendung und packen Sie mit an, damit diese besorgniserregende Entwicklung gestoppt werden kann. Alexei Kirieff, ein russischer Ökonom beim Internationalen Währungsfonds IWF, verfasste im März 2017 ein Arbeitspapier, in dem ein international abgestimmtes Vorgehen der Regierungen zur schrittweisen und unbemerkten Bargeldabschaffung empfiehlt. Seine Empfehlungen widerspiegeln dabei sehr eindrücklich eine gängige Durchsetzungspraxis von politischen Zielen. Er sagt: Ändere die Gesetze schrittweise und über einen langen Zeitraum, sodass die Mehrheit der Menschen dies entweder nicht wahrnimmt oder jeweils gerade noch so akzeptiert. Dieser Regierungsstil, wie ihn Alexei Kirieff empfiehlt, ist leider keine Verschwörungstheorie, sondern seit Jahren vielfach zu beobachten. Gegen Wohl und Willen der Bevölkerung werden von Regierungen Ziele und Interessen, zum Beispiel von Konzernen oder Finanzoligarchie, durchgesetzt, die in ihrem Profit- und Machtstreben keine Grenzen kennen. So auch bei der EU-Umfrage zu Bargeldobergrenzen. EU-Umfrage. Bargeldobergrenzen werden abgelehnt. Im April 2017 startete die EU-Kommission eine öffentliche Umfrage zu Bargeldobergrenzen. Das Ergebnis dieser Umfrage hat es in sich. 95% der Teilnehmer sprachen sich gegen Bargeldobergrenzen auf EU-Ebene aus. Für 87% ist die Möglichkeit, anonym bezahlen zu können, eine Grundfreiheit. 3/4 sind der Meinung, dass Bargeldobergrenzen ineffektiv bei der Bekämpfung von Steuerhinterziehung, Terrorismus und Geldwäsche seien. Damit zeigt sich deutlich, wie die Teilnehmer der Umfrage Einschränkungen beim Bargeld ablehnen und wie klar die vorgebrachten Argumente für Bargeldobergrenzen durchschaut werden. Doch davon völlig unbeeindruckt werden Bargeldobergrenzen in der EU weiter eingeschränkt. So wurde in Deutschland auf Vorgabe der EU am 26. Juni 2017 die Obergrenze für anonyme Bargeldzahlungen von 15.000 Euro auf 10.000 Euro gesenkt. Es stellt sich die Frage, wozu wird die Bevölkerung überhaupt noch nach ihrem Willen gefragt? Auch in Indien, Pakistan und Nigeria wird die Bevölkerung nicht gefragt. Dort wird die Bargeldabschaffung von der Finanzelite massiv vorangetrieben. Bill Gates will mit seiner Stiftung bis Ende 2018 den Zahlungsverkehr in Indien, Pakistan und Nigeria komplett auf bargeldlos umgestellt haben, verkündete er Ende 2015 auf einer Tagung des US-Finanzministeriums. Bereits seit 2012 arbeite er gemeinsam mit der indischen Zentralbank an diesem Ziel. Zu diesem Zweck gründete die Gates-Stiftung zusammen mit der US-Behörde für Entwicklungshilfe die Better Than Cash Alliance, eine Allianz zur Bargeldabschaffung. Mitglieder dieser Allianz sind 50 Firmen und Organisationen, vor allem aus dem Finanzdienstleistungssektor. Der Leiter dieser US-Entwicklungshilfebehörde, Rasha, wurde nach der erfolgreichen indischen Bargeldreform im Jahr 2016 zum Präsidenten der Rockefeller Foundation ernannt. Offensichtlich hatte er seinen Job gut gemacht. Das Beispiel Indiens zeigt, wie hinter den Kulissen die weltweite Abschaffung des Bargelds durch die sogenannte Finanzelite massiv vorangetrieben wird. Es zeigt aber auch, wie hoch der Einfluss der Superreichen auf Regierungen und oberste Entscheidungsträger sein muss, dass zum Beispiel Bill Gates die Politik von Ländern wie Indien nach seinen Wünschen steuern kann. Bargeldabschaffung. Die Bevölkerung wird bewusst getäuscht. Die Bargeldnutzung einzuschränken bzw. abzuschaffen, wird in der Regel mit dem Kampf gegen Kriminalität, Korruption und Terrorismus begründet. Eine Studie der Deutschen Bank zeigt jedoch, illegale Geschäfte und Terrorfinanzierungen sind auch ohne Bargeld kaum zu stoppen. Länder wie zum Beispiel Schweden, in denen der bargeldlose Zahlungsverkehr sehr fortgeschritten ist, weisen eine klare Verlagerung zur virtuellen Kriminalität mit in der Regel deutlich höheren Schädensbeträgen auf, wie zum Beispiel Kartenbetrugsdelikte. Damit erweisen sich die Argumente, mit denen eine Bargeldeinschränkung bzw. Abschaffung gerechtfertigt wird, als Täuschung.
Zeig mir mal die Hand da. Kannst du Mami sagen, sie soll dir einen Chip machen, gell? Ciao! Das können wir nicht mehr machen heute. Das geht nicht. Soll nicht die Zukunft unserer Kinder sein. Stop RFID.